50 Jahre am HSG, das ist natürlich ein ganz besonderer Anlass, um einen schönen Festtag zu gestalten. Ja, für mich war das eine ganz prägende Schulzeit her, mit vielen tollen Erfahrungen. Ich habe viele tolle Menschen kennengelernt und es sind so viele Momente, die einen für das Leben auch vorbereitet haben, die einen geprägt haben, die man mitnimmt. Und es ist einfach eine ganz tolle Schule gewesen, eine tolle Schulfamilie. Ich finde es toll am HSG, dass wir so viele nette Lehrer haben. Ich finde es gut, dass es hier so viele Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel die Forscherklasse. Für mich markiert 50 Jahre HSG einen Meilenstein in der Schulgeschichte. Aber es ist wichtig, dass wir dranbleiben an Digitalisierung, der Veränderung des Schulsystems. Und nur so können wir die Schülerinnen und Schüler auf eine gute Zukunft vorbereiten. Schüler und Lehrer gemeinsam, so wie das beim HSG üblich ist, haben ein sehr buntes Programm zusammengestellt mit Chemieshow, Kunstausstellung und Poetry Slam und vielen anderen Dingen auch zur Schule 2023. Am HSG gibt es viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Über SMV, Ensembles und andere Projekte, alles ist möglich. Krönender Abschluss des Tages wird das Sommerkonzert werden, das sonst schon immer ein großes Ereignis ist, aber heute natürlich im Zeichen von 50 Jahren nochmal ganz besonders schön sein wird. Ich finde es toll, dass am Hans-Seidel-Gymnasium auch nach vielen Jahren immer wieder Ehemalige zu unseren Konzerten kommen und gemeinsam mit uns singen und musizieren. Das Hans-Seidel-Gymnasium ist eine tolle Schule, immer am Puls der Zeit. Ich habe hier selbst Abi gemacht 1996 und es hat sich seitdem immer weiterentwickelt. Viel Spaß allen weiterhin an dieser tollen Schule. Ja.